Ende? Das sind wieder solche Ruinen. Ach ne, jetzt ist alles finster, haben die falsche Steinstatuen aktiviert. Was ist das Ding? Wenn ich jetzt eine falsche aktiviere, ist gleich wieder finster? Oh ne, man sieht's gar nicht. Okay. Wir haben irgendwelche dämlichen Ruinen, glaube ich, war es, ne? Liue ist da unten. Ist es da hinten zufällig? Ne, da hinten. Ja, das sind aber auch die Ruinen. Mach mal, nochmal. Jede Himmelsrichtung zu beobachten. Die windgepeitschten Ruinen und die schneebedeckten Gipfel. Die Wohnstätte der Adepten und die Stadt Liue. Was soll jetzt die Wohnstätte der Adepten, Alter? Gasthaus Wang Shui. Warte, man sieht von hier aus Dwalens Ruin? Alter, geil. Schneebedeckte Gipfel. Wo zur Hölle sind denn hier schneebedeckte Gipfel? Das ist da hinten, Dwalens Ruin, oder? Scheiße, tatsächlich sieht man von hier aus. Das ist geil. Schneebedeckte Gipfel. Da hinten? Ich habe keine Ahnung, was die Wohnstätte der Adepten ist. Bushu-Ebene Liue. Vielleicht die drei? If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients. Fuck, ich hab keine Ahnung, was abgeht. Oh, geil, das ist unser Trainingsding, ne? Da hinten sind schneebedeckte Gipfel. Okay, schneebedeckte Gipfel. Scheiße, welche sind jetzt aktiviert? Der, der und? Der da? Nochmal. Da. Jede Himmelsrichtung zu beobachten. Die windgepeitschten Ruinen, den Schneebedeck. Windgepeitschte Ruinen. Ah, da war alles Ding. Schneegipfel. Okay, Wohnstätte der Adepten in Stadt Liue. Windgepeitschte Ruinen ist da drüben. Schneebedeckter Gipfel ist da hinten. Stadt Liue ist die da hinten? Nee, das wäre komisch, wenn die hier wäre. Stadt Liue würde da unten sein. Was war das letzte? Irgendwas mit den Adepten, ne? Yes, Mann! Okay, geil. Warte mal, hier ist noch irgendwo. Da. Müssen wir doch den Baum hoch. Ich dachte es mal doch.
Kurz warten, kurz warten, 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 kurz warten, kurz warten und zack. Mit der Ember kann man ja weiter fliegen, ne? Die haben ja teilweise speziell... da ist es. Ah ne, das ist was anderes. Da müssen wir dann. So, hier müssen noch irgendwo diese Dinger sein. Da ist es einfach oben drauf. Wow, das ist ja easy. So. Jetzt rückt man diese blöden Dinger raus, was ich brauche. Taschenuhr. Niemand braucht eine scheiß Taschenuhr. Scheiße, sind das die denn? Ne, das sind Paprika. Väterchen Geist. Zu viele Leute geben zu viel Geld für irgendwelche Kisten aus. Nur um dann ihr Zeug zu verstauen, was ich dann mir klaue. Ist ja selber schuld. Noch irgend so ein dämliches Pool. Bambus, weil der Mond scheint. Da ist noch so ein Ding. Und yay, das ist mein Lieblingsfeature in dem Spiel. Tauschen. Oh, das sind sogar vier. Okay, es reicht gar nicht. Den muss ich schon genau treffen. I won't let you down. Ach komm, ey. Warum springst du so weit? Du verarschst mich doch gerade, Junge, oder? So. Uns fehlen immer noch diese scheißblöden. Jetzt wollte ich schon sagen Bonbons. Chilischoten. Ihr wisst, dass bei euch einfach ein Warzenschwein hier rumrennt. Ich hab's beseitigt. Dankt mir später. Nein, Billy, unser Hausschwein. Alter, was? Die greifen mir an. Was hab ich ihn erwischt? Hä? Glaslide hier. Die sieht geil aus. Aber scheiß auf Glaslilien, Alter, ich brauch. Wow. No rest
for the wicked. Ich hab's gegeben. Ich möchte einfach auf diesem Feld verstecken. Weißt du, die steht hier und sagt nichts. Dandy. Warum zur Hölle heißt du Dandy? Hallo Reisender. Wettrennen beginnen. So, dann müssen wir gehen auch. Schließlich sind auf den Sterne der Abgründe. Möge die Herausforderung beginnen. Diesmal das Ziel innerhalb von 100 Sekunden. Schnell, verliere nicht gegen dich selbst. Ich weiß nicht mal, was abgeht, Alter. Warum so schwer scheint es ja nicht zu sein? Was ist jetzt los? Alter. Hundert Sekunden? Ich bin 30 Sekunden sogar früher da. Was? Scheiße. Ich bin beim Landen verreckt. Shit. Die macht die ganze Arbeit. Wow. Ich habe halt nichts bekommen. Das ist so gut wie nichts. Ja, hier komische Geo-Dinger gibt mir mal jetzt. Ah, lange her, bla bla bla. Interessiert mich nicht, was du bist. Ich bin halt immer noch auf der Suche nach dem scheiß Zeug, Alter. Da ist doch irgendwo so ein Geo-Ding da. Ah, er schafft's nicht. Scheiß Loser. Warte, warte, warte. Ja, Pepperoni, das sind. Warum sind das so helle? Sind das Blumen? Was ist denn das für ein Käse, Alter? Warum sind das denn Blumen? Wer rechnet damit, dass der Scheiß Blumen ist? Na endlich! Aufstieg. Bäm, unseren Damage-Dealer können wir jetzt endlich mal aufwerten. So, wie schaut's mit dir aus? Ach ja, stimmt, dir fehlen diese dämlichen Dinger noch. So. Erledigt. Warte mal, was ist? Hier ist noch so ein Geo-Ding. Da oben ist noch ein Geist. Geister. Weißbrot. Ich kann aber nicht aufhören. Scheiß. Wow, hab ich gerade mein Spezialding eingesetzt aus Versehen. Läuft bei mir. Komm hin, komm, komm, komm. Ja, gerade so.
Wow. Wie komme ich jetzt da hoch? Und? Ob ich einen Umweg gehen darf, nur damit ich nicht überall nicht über das Ding rein. Ja, scheiße, geht aufs nächste, oder? Du Spacko-Geist. Ja. Weißt du, das ist da gleich. Kein Wunder, dass du gefreckt bist, wenn du nicht mal 5 Meter schaffst und dann Umweg gehst. Oh, und dann gibt's hier scheinbar noch einen zweiten. Da ist noch was. Aber wo ist denn der? Er ist da unten. Hey, da unten ist auch so ein Geo-Zeugs. Oh nein! Ah, shit. Ich hab vergessen, dass ich absaufen kann. Das lief jetzt irgendwie nicht so gut. Er kann Drachen besiegen, andere Monster töten, ganze Armeen kann er vernichten. Aber er kann nicht schwimmen. Warum habe ich eigentlich zwei so Dinger, wo ich hin soll? Warum ist denn da oben eins? Hä? Ja, da ist doch gar nichts. Scheiß drauf, wir gehen jetzt nach Wolflauf und machen da jetzt irgendwas. Nach einer Stunde 9 kann man da mal schon weitermachen. So, schauen wir doch. Warte mal. Eins wollte ich noch vorher machen. Zack. Wir sind jetzt Mr. Geo. Geowatz. Pokémon. Georock. Auch Pokémon. Wie viel haben mich? 15. Alles opfern. 52. 60. Alter, gleich mal 3 Stufen aufgestiegen, ne? Holy shit. Ups. Unglückliche Form der Edelstein. Nummer F. Hab ich verloren? 1, Geocluster 2, 2, hä? Wahrscheinlich, weil ich so viele aufgestiegen bin auf einmal, ne? Außer um 8 Punkte erhöht. Alter, man kriegt jedes Mal 10, fällt mir gerade wieder auf, ne? So, und jetzt pfeift drauf. Wir gehen nach irgendwas mit Wölfen. Irrshit, wat mit Wölfen? Also nein, eigentlich wollten wir ja nicht das mit Wölfen machen, sondern wir wollten ja eigentlich zum Ding gehen. Und die Xiangling müssen wir ja auch noch upgraden. Ja, so viel Zeit muss sein. Zack, zack. Ja, es braucht jetzt ziemlich viel, bis wir da hochkommen. So, was mich interessiert, Waffe. Verstärken. Ah, scheiße, die muss ich kaufen. Alter, Bassangriff auf 144 hoch. Warte mal, hat die nicht? Ne, ist das schon eine 4-Sterne-Waffe. Ah, stark. Dann müssen wir... Ja, ich weiß, wir waren gerade da. Ne, setzt mich hier nicht voll. Nix Schmarre. Ich weiß, wir werden zu dieser Mission nie kommen, weil wir ständig was anderes machen.
Aber ich würde gern einmal eine Waffe aufwerten. Vielleicht kriege ich dann eine neue oder so. Halt scheiße, warte, das ist nicht bei dem. Das ist bei der da. Blablabla, einzigartig wertvoll. Du sitzt mich nicht voll hier. Hier. Kaufen. Stimmt, unsere Waffe können wir auch noch machen, ne? Figur. Ist ein Ding? Hochstufen? Nein, das nicht. Waffe. Verstärken. Aufstieg! Scheiße, wie oft können wir die aufsteigen lassen? Verstärken. Ach so. Ja, Alter, wir haben so viel Shit, Mann. 3, 4, 5. Halt mal von 120 auf 185 Basisangriff erzählt. Kann ich eigentlich da den dämlichen? Die hat auch einen 4-Sterne-Bogen, ne? Verstärken. Warum brauche ich denn das? Beim Andenken Händler von Mondstadt. Sphäre der Kriegskunst verdurstete Stadt Mittwoch und Samstag. Sphäre der Kriegskunst Altar der Westerfälle Sonntag. Also warte, das wäre ja schon morgen. Aber jetzt machen wir erstmal was anderes. Wir haben eine Waffe verstärkt. Wir sind voll geil drauf, Alter. Mann, sind wir krass, Junge. Ich möchte etwas schmieden lassen. Was macht hier der Unterschied? Verfeindungsgrad, Guha, Prototyp. Verfüge Gegner beim Treffen mit Standardangriffen und heftigen Schlägen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% zusätzlichen Schaden in Höhe von 240% Angriff mit geringer Reichweite zu. Für Gegner bei Treffen mit Standardangriffen und heftigen Schlägen, okay. Erhöht den Angriff und die Vitalität bei Treffern mit Standardangriffen und heftigen Schlägen. 6 Sekunden. Wir bauen den da. Beginnen. Wollen wir was? Warteschlange? Oh, 3, 2, 1. Erhalten. Stark. Figur. Waffe. Wechseln. Oh, wir haben gar keine 4. Doch, wir haben eine 4 Sterne. Warte mal, warum hat meine die da? Steinschneider-Prototyp. Bennett. Warte mal, wo ist meine neue Waffe? Hä? Ah, scheiße, war das ein Großschwert? Das war doch kein Großschwert. Ah, scheiße, es war ein Großschwert. Das waren bei dem, erhöht den Hydro- oder Elektro-Effekt betroffene Gegner zukünftig Schaden um 20%. Scheiß drauf, wir machen das da. Das ist doch kacke. Ja, mit dann erstmal die kleinen Waffen wegarbeiten. Vor allem für die ersten Level geht's eigentlich. Alter, ich hab grad 111 von diesem einen Steinchen weggehaut. Achso, ja, mehr geht ja nicht. Aufstieg. Boah, shit, was ist denn das? In Liue. Und zerbrechliches Knochenstück. Beute von jungen Geodrachen. Na gut. Warte mal, Verfeinerung, was ist denn das? Waffe gleicher Art. Okay. Wollen wir kurz nochmal, wollen wir wechseln? Okay, hat aber auch 10 mehr Schaden. Und Angriff plus 10,6%. Unsere erste Waffe, was wir geschmiedet haben. Geil. Menschliche Form. Schmiede eine Waffe mit 4 Sternen. Bäm. Lerne 20 Rezepte. Perfektioniere deine Kochkunst für 10 Rezepte. Wir müssen auch mal wieder kochen. Hard work is all there is to the craft. Craft. To the craft.
Truppe. Ich verstehe immer noch nicht, warum das so lange dauert. Ich verstehe es nicht. Come with me. Ich verstehe das nicht. So. Jetzt gehen wir dahin. Komme, was wolle. Jetzt gehe ich wahrscheinlich hin, irgendein Event. Geh da und dahin. Warte mal, hat man gerade mein Handy vibriert? Jemand hat mein Foto kommentiert auf Facebook. Ja, ich weiß, das ist Facebook. Ich weiß aber nicht, wer zuschaut. Manche halten mich da wahrscheinlich für echt dumm. Warte. Hey, Paimon, was geht? Alt. Zack. Was haben wir jetzt da bekommen? Zack. Wochenaufträge. Verbrauch insgesamt 500.000 Mora. Wow. Hat natürlich echt nichts rausgerissen. Bereite 20 Gerichte zu, schließe 20 Herausforderungen von Elementarhäufungen ab. Bestehe 15 Herausforderungen in Sphären, verbrauche insgesamt 1600 Punkte ursprüngliches Harz. Alter Schwede.